Die Handy Library App beinhaltet ein professionelles Metronom zum Üben und zur Tempokontrolle. Sie benötigen kein extra Gerät, sondern haben Ihr Metronom mit dieser App stets parat. Schauen wir es gemeinsam an. Im unteren linken Bildrand von jeder Notenseite sehen Sie das Metronom-Symbol. Tippen Sie kurz darauf, um die Metronom-Funktion zu öffnen. Hier sehen Sie die üblichen Tempos von 40 bis 208 Taktschläge pro Minute, die Sie wohl schon kennen. Sie können den nach unten weisenden Pfeil auch antippen, um die gewöhnlichen italienischen Tempoangaben anzuzeigen. Ein einfaches Tippen auf den Begriff und die Ziffer wird dementsprechend aktualisiert. Den nach oben gerichteten Pfeil antippen, um die Auswahl der Tempoangaben wieder zu verstecken. Schalten Sie das Metronom ein, indem Sie Start antippen. Unten blinkt der Taktschlag gemeinsam mit dem Klacken. Sie können die Lautstärke des Klackens durch Ziehen des Reglers im unteren Feld einstellen. Wenn Sie den Regler ganz nach links ziehen, dann ist nur noch das Blinken zu sehen. Die tatsächliche Lautstärke hängt auch von der Lautstärke-Einstellung an Ihrem Gerät ab. Das Metronom kann man übrigens auch ein- und ausschalten, ohne das Pop-up anzuzeigen, durch ein Tippen und Halten des Metronom-Symbols. Die Handy Library App kann für Sie nicht üben. Das müssen Sie noch selber machen. Jedenfalls hoffen wir, dass das eingebaute Metronom Ihre musikalische Arbeit erleichtern wird. Viel Spaß dabei!